Veröffentlichen oder nicht? Frankfurt, 5.10.2015. Alex wusste, dass das, was er gefunden hatte, die Auslegung der Bibel komplett verändern würde. Die bisherige Lesart bezüglich der endzeitlichen Aussagen der Bibel müsste vielfach revidiert und in der Christenheit weit verbreitete Ansichten korrigiert werden. Bislang war der allgemein anerkannte Ablauf der Endzeit durch zwei wichtige Tage gekennzeichnet: den Tag der Entrückung und den Tag der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg. Nun aber gab es einen dritten Tag, nämlich den Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Damit wären die Abläufe der Endzeit durch drei statt durch zwei wichtige Tage markiert, wodurch viele Bibelstellen besser verstanden werden konnten, nun aber auch neu bewertet und eingeordnet werden mussten. Eigentlich dürfte er dieses Wissen nicht für sich behalten. Was sollte er tun? Natürlich wäre es ihm möglich, über das Thema in seiner Gemeinde zu predigen, aber war das genug? Sollten nicht die maßgeblichen Theologen über dieses Thema informiert werden? Müsste er nicht gerade hier Verständnis dafür finden, welche Tragweite diese neue Auslegung der Bibel haben würde? Die Theologen kannten doch die Schrift. Viele von ihnen hatten umfangreiche Bücher zu allen möglichen christlichen Themen verfasst und veröffentlicht, aber in den Veröffentlichungen wurde immer wieder deutlich, dass ihnen die Kenntnis über diesen Tag fehlte, sonst hätten sie ihre Aussagen über diverse Schriftstellen anders getroffen. Es war deutlich, dass dieses Wissen über die Wiedergeburt im Allgemeinen und auch bei den Theologen im Speziellen nicht bekannt war. Es war seit den Tagen aus 1. Thessalonicher 5 verloren gegangen und offensichtlich 2000 Jahre lang verschüttet. Aber sollte er allein der sein, der das gefunden hatte? Warum hatte bisher sonst niemand etwas darüber geschrieben oder gepredigt? Und wenn Gott sein Wort in dieser Weise öffnete, wäre es nicht naheliegend zu glauben, dass die Zeit anbricht, in der er wiederkommen würde? Diese letzte Frage bewegte Alex sehr. Immerhin waren über 2000 Jahre vergangen, seit Jesus gestorben und auferstanden war. Und es gab da und dort Hinweise in der Bibel dafür, dass die Zeit der Gemeinde ungefähr 2000 Jahre dauern würde. Es könnte also durchaus sein, dass die Zeit der Christenheit ablief. Und war in Daniel 12 nicht verheißen, dass für die letzte Zeit viele großes Verständnis in Daniel und wahrscheinlich auch insgesamt in der Bibel finden würden? Dennoch, in Alex' Vorstellung konnte er unmöglich der Einzige sein, der von der Wiedergeburt Jerusalems wusste. Er nahm sich vor, eine Auswahl von Theologen über seine Entdeckung zu informieren. Er wollte ganz einfach fragen, ob sie davon wussten und was sie von seiner Sichtweise hielten. Vielleicht würde er auf Verständnis stoßen, und wenn nicht, würden sie ihm vielleicht Argumente und Bibelstellen nennen, die er selbst bislang noch nicht beachtet hatte. Es würde wahrscheinlich so sein, dass er seine Argumente mit deren Argumenten abgleichen müsste und vielleicht müsste er sich revidieren. In jedem Fall würde es dem Thema selbst gut tun, auch wenn es sich korrigieren müsste und wenn ihn jemand überzeugen könnte, dass seine Sicht falsch wäre und jemand anders eine plausiblere Sicht der Dinge hätte, würde er sich überzeugen lassen, sofern sie mit der Bibel in Übereinstimmung wäre. Es könnte natürlich sein, dass, wenn Alex diese Dinge veröffentlichen würde, ein Sturm der Entrüstung und der Anfeindungen über ihn hereinbrechen würde. Auf der anderen Seite würde es vielleicht Menschen geben, die ihn verstehen würden und dankbar wären, mehr Einsicht in die Bibel zu bekommen. Würde er diesen öffentlichen Druck überhaupt aushalten? Er wusste, dass verschiedene Politiker, die sich unglücklich ausgedrückt hatten, in den öffentlichen Foren einem sogenannten Shitstorm unterworfen waren. Das bedeutete, dass sie jede Menge unflätige Mails bekamen, in denen sie diffamiert und verleumdet wurden. Würde seine Familie das mitmachen? Was würde seine Frau dazu sagen? Alex musste das alles vorher gut überlegen. Die Menge der Ungewissheiten und Fragen, die das Thema aufwarf, überwältigte ihn. Er wartete fast ein ganzes Jahr und bewegte Tag und Nacht die Gedanken über die Bibelstellen in seinem Inneren. Immer wieder versicherte er sich, ob er sich nicht verlesen hatte, ob sich Fehler in sein Denken eingeschlichen hatten oder ob er Bibelstellen übersehen hatte. Es konnte natürlich auch sein, dass er sich vollkommen verrannt hatte. War er vielleicht verrückt geworden? Hatte er sich einen religiösen Wahn zugezogen? Diese und ähnliche Gedanken beschäftigten ihn durch lange Monate der Selbstprüfung. Bis er an einem Sonntagabend im November 2015 nach einem langen Herbstspaziergang mit seiner Frau im nahen Odenwald endgültig beschloss, das Thema ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.